Moin! Heute ist meine Challenge dran. Ich freue mich total. Ich habe Pinball Fantasies ins Rennen geworfen. Und zwar mit dem Tisch Partyland. Ich bin ja großer Flipper-Fan. Ich habe damals auf dem Amiga das erste Mal eben ja, angefangen mit Pinball Dreams und Pinball Fantasies. Ja, Amiga, fragt mir nicht nach dem Modell. Also der 500er war es nicht, den hatte ein Kumpel von meinem Bruder. Aber ist ja auch überall dieselbe Version. Und das hat mich, glaube ich, damals angefixt. Also als Kind hatte ich diese ganz billigen Flipper-Automaten. Kennt ihr die noch? So, die man so in einer Hand hält und dann kann man da, hat man links und rechts eine Rampe und zwei Flipper unten und das war's. Ne? Also keine Punkte zählen oder so, da kann man einfach so ein bisschen rumschießen. Sowas hatte ich auch, aber ich bin mir nicht mal sicher, ob ich, bevor ich auf dem Amiga-Flipper gespielt habe, jemals an einem echten Flippertisch gespielt habe. Ich glaube nämlich nicht. Und das kann mich auch sehr geprägt haben. Also ich, klar, echter Flippertisch, da geht nichts drüber, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Aber ich liebe diese PC-Flipper von früher. Beziehungsweise erst waren sie auf Amiga und mittlerweile gibt es sie ja in der DOS-Version und die machen einfach so Laune. Ich finde die so gut und ja, gerade die älteren sind teilweise noch echt gut übersichtlich. Also diese neuen 3D-Flipper, die es auch auf dem PC gibt mit Star Wars und hast du nicht gesehen und total 3D-Render-Sequenzen. Sieht alles mega geil aus, aber ich finde es teilweise echt schwer lesbar, die Tische. Und hier, das ist wirklich noch einfach gehalten. Man weiß genau, was man machen muss, wenn man sich da kurz reinarbeitet und kann das eben auch schaffen. Also es ist nicht einfach nur wildes Tastengedrücke, sondern man kann da wirklich gut was reißen, wenn man sich ein bisschen anstrengt. Und ja, dieser Tisch eben Partyland ist dann ein Paradebeispiel für mich. Dann gab es eben noch Pinball Illusions als Nachfolger. Fand ich auch total geil. Und dann haben wir noch den Epics Pinball, also Epic Pinball haben wir immer noch gespielt. Extreme Pinball. Aber genau, war von Epic Mega Games. Extreme Pinball. Ja, und der hatte auch geile Tische, also mit Rock Fantasy und so. Medieval. Ah ne, ich wollte gerade Medieval Madness sagen, aber Medieval Madness ist ein echter Flippertisch. Auch irgend so ein Medieval Setting. Ja. Macht auf jeden Fall total Laune. Ich bin da riesen Fan von diesen Geschichten. Und kürzlich habe ich sogar ein Tool gefunden. Das habe ich jetzt hier nicht benutzt, weil, ja, da weiß ich nicht. Erstmal zum Stream ist es nicht so gut und ich weiß auch nicht, ob die anderen die Möglichkeiten haben. Aber man kann tatsächlich mit einer speziellen DOSBox-Version, die angepasst wurde von einem findigen Programmierer im Internet, kann man das Scrolling deaktivieren. Das heißt, man hat den ganzen Flippertisch auf einem Bildschirm und jeder, der irgendwie einen Monitor hat, den man in das Hochkantformat kippen kann, dass das wie so eine Papierseite ist, also wie so ein Buch quasi. Das haben ja die ganz viele Monitore, wo man zum Beispiel PDFs oder so angucken will. Und ja, dann kann man eben auf einem Bildschirm ohne Scrolling das Ganze spielen und das ist dann noch mehr dieses Feeling, als wenn man am echten Flipper spielt. Also total genial, kann ich nur empfehlen. Haut mich da gerne an, wenn ihr da Fragen zu habt. Ich kann das auch zur Verfügung stellen, diese Version. Ja, muss man sich ein bisschen reinfriemeln, aber das macht einfach total Laune. Und ja, wir waren kürzlich auf der LuaCon, war ich wieder. Das ist ja eine nette kleine Retro-Veranstaltung vom Alex, vom Retro-Lutzer in Winsen an der Lua. Und ja, da treffen wir uns immer und da habe ich auch so eine kleine Station dann aufgebaut. Ne? Hab dann den Flipper so hochkant gestellt mit meinem Arcade-Stick da drunter. Der hatte diese Arcade-Buttons, also perfekt. Jetzt gibt ja auch diese Flipper-Controller, aber wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, das war zu Windows 95, 98 Zeiten. Die hatten wahrscheinlich noch nicht mal USB. Aber wahrscheinlich gibt es auch solche heute mit USB. Aber dieser Arcade-Stick, der reicht halt schon komplett aus. Das sind halt die Arcade-Buttons und das ist schon ein ganz anderes Feeling, als wenn man jetzt auf der Tastatur rumhämmert, finde ich. Ja. Aber genug der Dinge, nicht lang schnacken. Wir starten jetzt ins Spiel rein. Bevor ich es vergesse, am Ende kommt von mir dann nämlich auch noch die Zusammenfassung. Also am Sonntag werde ich auch noch die Zusammenfassung von allen Videos von allen Teilnehmern machen. Das macht ja jeder für seine Challenge, macht jeder ja dann die Zusammenfassung jeweils. Und diese Woche bin ich dann entsprechend dran, weil Pinball Fantasies, wie gesagt, habe ich ins Rennen geworfen. Das heißt, die Zusammenfassung, die wird halt auch nochmal folgen, separat. Und ja, jetzt starten wir mal direkt ins Spiel. Bis gleich. Schon mal geile Mucke. Ich liebe die. Und dann freue ich mich jetzt gleich auf Partyland, mein Lieblingstisch von Pinball Fantasies. Boah, wie oft ich den damals gespielt habe, ne?
Das ist echt, ich kann das nicht mehr zählen. Also ich hatte so eine Pinball-Zeit rauf und runter gespielt, jeden Tag. Immer mit meiner Frau zusammen. Ja. Und wir haben uns da gebettelt. Mein Bruder hat auch immer ordentlich mitgezockt früher. Gucken wir mal, ne? Was da heute so geht. So, Flipper funktionieren schon mal. Ja, die Challenge ist für den Bonuspunkt. Party nicht voll kriegen. Ist natürlich noch geiler, ne? Aber mindestens 4 Buchstaben von Party müssen leuchten. Dann gibt's den Bonuspunkt. Ansonsten haben jeder 3 Versuche mit jeweils 3 Bällen. Also insgesamt 9 Bälle. Und das ist so, eigentlich sind 5 Bälle hinterlegt, aber die letzten beiden spielen wir nicht, hatten wir uns jetzt drauf geeinigt. Das heißt, mit 3 Bällen, das Ergebnis, was man dann hat, das zählt dann auch. Und dann, ja, würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Und ich guck mal, was ich hier reißen kann bei Partyland. Die Mucke ist einfach geil. Oh, das war schon mal knapp. Shit. Ah. Hätte ich vielleicht vorher nochmal üben sollen? Nein, das ist ja die Regel. Wir üben nicht vorher. Ah, das P leuchtet schon mal. Das ist schon mal gut, aber vom Bonuspunkt noch weit entfernt. Also hier die Enten, die kann man immer abschießen. Das ist ganz gut. Das braucht man auch für einen Buchstaben. Da muss man es aber zweimal schaffen. Zweimal alle Enten. Und dann muss man sich den Bonus abholen dafür, ne? Dann gibt es auch noch einen Buchstaben. Ich glaube, das A gibt es dann. Ah! Ja, nee, auch komm mal. Das war's schon mal. War ein kurzer Spaß, könnte man sagen. Aber noch 2 Bälle. Shit, da muss man dann direkt weiter mit dem obersten Flipper. Ich glaube, dann gibt es auch einen Buchstaben, wenn man das schafft, so in einem Stück das zu machen. Ah, es flutscht noch nicht so gut hier. Ah, jetzt! 1 Million, schon mal ganz geil. Aber noch keinen neuen Buchstaben. Ah, ich glaube auch nicht, dass ich den Bonuspunkt bekomme. Dafür habe ich zu lange nicht mehr gespielt. Also früher habe ich öfter mal Party komplett voll gemacht. Aber das ist Jahre her. So. Also können wir festhalten. Ach so, nee, den dritten Ball, den darf ich natürlich noch spielen. Ha. Ich wollte schon aufhören, aber das ist ja der dritte Ball. Na gut. Ah! Gucken wir nochmal. Meine Grafikkarte ist ein bisschen schwachbrüstig, deshalb kann das sein, dass das hier manchmal in die Knie geht. Bei den anderen Spielen, bei unserer Retro-Olympiade hatte ich kein Problem, aber das Spiel hier... Ah! Es zickt so ein bisschen rum. Ah ja, okay. Gucken wir mal. Okay, das sind 9,4 Millionen, dabei bleibt es dann. Und dann habe ich aber noch 2 Tries. Kann nur besser werden, Leute. Kann nur besser werden. Okay. Da darf ich nochmal ran, weil das war einfach zu schlecht. Das hat der Flippermeister auch erkannt. Oh, cool. Einen Buchstaben direkt bekommen. Das R. Dok, 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 dok. Ah, jawoll. Siehst du, läuft doch hier. Ja. War noch nicht einmal in der Arcade drin. Das ist auch total ungewöhnlich, dass ich da gar nicht. Oder ja, hier oben bei Puke, ne? Komme ich auch gar nicht rein. Also. Ja. Läuft auch nicht ideal, das Spiel hier, muss ich sagen. Vielleicht mag es auch damit zusammenhängen, aber.
soll ich machen? Ich habe unten auf dem anderen Rechner, wo es viel besser laufen würde, da habe ich jetzt keine Webcam und nichts. Man muss ja mit den Mitteln arbeiten, die man hier hat. Und ich bin ja sonst auch kein Streamer, wisst ihr ja. Ich mache ja sonst meine Mucke. Und da komme ich damit aus. Also. Aber ich wurde ja gefragt, ob ich hier mitmachen kann. Und habe ich gesagt, klar. Aber da muss ich auch mit dem Equipment jetzt arbeiten, was mir zur Verfügung steht. Wir kriegen das schon irgendwie gedeichselt hier. So, ich müsste jetzt mal... Ja! Kriegst du auch einen Buchstaben? Nee. Ah, nee, muss man... Jawohl! Alles läuft doch schon viel besser als beim ersten Mal. Wir sind immer noch beim ersten Ball. Ich müsste die eine Ente oben noch unbedingt bekommen. Ah, das war ganz knapp. Fast erwischt. Aber nur fast. Nein! Fuck! Oh. Na gut. Ach, guck mal. 7,6 Millionen. Tunnel Skillshot. Ja, das Blöde ist mit den Enten. Das muss man halt in einem Ball schaffen. Ja, toll. Jetzt komme ich in die Arcade, wo die natürlich nicht aktiviert ist. Also. Ich glaube, ich hatte hier locker über 100 Millionen damals. Also, bin ich einfach weit von entfernt. Werde ich auch heute nicht schaffen. Also, so viel kann ich schon mal garantieren. Dafür läuft es einfach nicht rund genug. Dafür bin ich zu wenig eingegamed. Also. Vielleicht liegt es auch im Alter, ne? Ich war ja damals noch jung, da hat man noch andere Reflexe. Da war ich so um die 30, jetzt bin ich. 40. Das ist schon eine ganz andere Voraussetzung hier. Das darf man auch nicht unterschätzen. Ich finde die Mucke einfach so geil. Ey. Oh geil. Da habe ich nochmal Glück gehabt. Ja. Gut. Also das zählt dann nicht als Extraball, sondern das ist derselbe Ball dann quasi noch. Sehr schön. Joa. Das Gefühl, hier stürzt gleich alles ab, wenn es da weitergeht. Ah. Ah! Nein! Ja, toll. Jetzt kommt aber wirklich der dritte Ball, oder? Ja. Also letzter Try für diesen Versuch und dann gibt's noch einen letzten. Und dann war's das. Oh, ich bräuchte nur noch das A, dann hätte ich zumindest den Bonuspunkt. Bin mir nicht sicher, ob ich in einem von den ganzen Challenges überhaupt jemals einen Bonuspunkt gemacht habe. Glaub noch nicht. Und mein eigener Bonuspunkt ist mir noch nicht mal sicher. Ja. Weniger schnacken, mehr spielen. Okay, 15 Millionen. Das ist besser als beim ersten Mal, aber jetzt sind wir beim letzten Try schon. Und wenn ich es jetzt nicht wesentlich besser mache, dann war das gar nicht mal so gut im Endeffekt. Ist schon sehr mau das Ergebnis, muss man mal so sagen. Dafür, dass ich die Challenge hier ins Rennen geworfen habe. Aber wie gesagt, ich habe es auch nicht jetzt irgendwie geübt oder so. Ich habe wirklich sehr sporadisch in den letzten Jahren mal gespielt. Also. Das ist echt immer so eine Sache, wenn man eingeübt ist, dann läuft es in der Regel wesentlich besser. Ah, gut, eine Cold Ice Cream. Ja, oh, das war knapp. Das war richtig knapp. Okay, die Arcade ist aktiviert. Oh, wie unfair. Der kam richtig fies. Da konnte ich irgendwie kaum was machen.
Ja, zwei Enden fehlen noch. Das Fiese ist halt, um das A zu bekommen, muss man alle Enden dreimal treffen. Also insgesamt neunmal Ente treffen. So, das ist jetzt hier der letzte Ball. Sieht nicht gut aus. Vielleicht kann ich wenigstens noch ein bisschen mehr rausholen als eben. Mal gucken. Jo, endlich mal. Okay. Kommen ja auch gar nicht mal oben bei Puke rein, ne? Oh, das war knapp. Das war richtig knapp. Ja, und ich dachte, jetzt wäre er weg. Ja, jetzt. Nee. Oh, Leute. Bin hier ein bisschen unter Strom, ehrlich gesagt. Oh, nein, nein. Ich will das alles nicht. Nein. Ha! Noch gerettet. Mit dem Tilt. Geil. Da muss man aber auch aufpassen, wenn man zu viel tiltet, ne, dann war es das. Dann heißt es Tilt, Tilt, Tilt und dann sind alle... Ja. Nein! Okay. Ich glaube, das Endergebnis steht fest. 19 Millionen. Ich glaube, das zweite Spiel war ein bisschen schlechter, ne? Ja, dann sind wir bei 19 Millionen. Das ist dann einfach so. Bonuspunkt gab es leider nicht für mich an dieser Stelle, aber ja. Ich guck mal, wie sich die anderen geschlagen haben und dann, wie gesagt, gibt's auch wie immer diese Verlinkung, ne, in der Videobeschreibung, dass ihr dann die Playlist habt mit allen Videos von allen Teilnehmern. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ne? Das war jetzt die vierte Woche und ja, dann geht's auch weiter. Bis zur siebten noch. Also, einige Challenges haben wir noch. Macht's gut, Leute. Bis dann. Ciao.